In vielen meiner Videos bespreche ich das Thema eigenverantwortliches Handeln und rede darüber, wie unser bequemes Leben uns unfähig macht, für unser Handeln die Verantwortung zu übernehmen. Anstatt sich bei einem Problem die Frage zu stellen, wie kann ich das am besten bewerkstelligen, sind wir es viel zu sehr gewohnt, uns zu fragen, wer kann das für mich am besten erledigen? In den Köpfen der meisten Leute regiert der Unwille zur Verantwortlichkeit. Heute blicken wir aber mal zur anderen Seite hinüber. Wie ist es, wenn wir zu viel auf einmal verantworten wollen? Diese Überlegung liegt auf der Hand, denn wenn man sich in einem Extrem, in diesem Fall die Verantwortungslosigkeit, selbst wiederentdeckt, flüchtet man sich häufig in das andere Extrem. Das wäre dann die Übernahme von zu viel Verantwortung. Ein derart plötzlicher Wandel ist nicht selten, wenn man sich selbst analysiert. Man hat einen Makel an sich entdeckt und achtet nun ganz besonders darauf, sich anders zu verhalten. Und ehe man sich versieht, kehrt sich das Problem einfach nur um. Und genau das ist häufig gar nicht Sinn der Sache. In den meisten Fällen geht es um das Finden eines gesunden Mittelweges. So auch beim Thema Verantwortung. Die Bezeichnung allein gibt uns schon viel Aufschluss, denn es enthält den Begriff Antwort. Verantwortung zu haben heißt, eine Antwort parat zu haben auf die Unebenheiten des Lebens. Wir kennen unsere Zuständigkeit und können dementsprechend reagieren, wenn unser Handeln gefragt ist. Wer verantwortlich ist, ist immer Herr der Lage. Wer jedoch versucht, das gesamte Gewicht der Welt auf seinen eigenen Schultern zu stemmen, ist es nicht mehr. Denn wir sind nicht Atlas, der dazu verdammt wurde, das Himmelsgewölbe zu tragen. Zwar ist heutzutage öfter der Typus des unverantwortlichen Menschen anzutreffen, dennoch sollte auch die gegenüberliegende Seite Beachtung finden, denn auch die Überverantwortlichen haben noch nicht den richtigen Bezug zum Thema gefunden. Für einen vernünftigen Ansatz ist es unerlässlich, die eigene Zuständigkeit zu kennen. So bin ich zum Beispiel verantwortlich für mein Wohlbefinden, nicht aber für das meiner Freunde. In einem Bereich keine Verantwortung zu haben, bedeutet nicht automatisch, dass alle betroffenen Ereignisse uns egal sein sollten. Wir können und sollten durchaus einander zur Seite stehen, aber auch ganz klar die Frage nach dem Verantwortlichen geklärt haben. Denn das Wohlbefinden ist in erster Linie immer eine Sache der inneren Einstellung der betroffenen Person. Wir sind durchaus für unsere Einstellung zuständig, nicht aber für die anderer. Stimmt die Einstellung des Freundes nicht, wird er meine Hilfe, so gut sie auch sein mag, nicht sinnvoll verwerten können. Doch das ist nicht unsere Schuld.